So Leute, und willkommen zurück zu Mortal Kombat 1. Yo, Freunde, beim letzten Mal haben wir mit Sindel gekämpft. Und jetzt, Freunde, sind wir bei Melina. Und ich bin mal sehr gespannt, wie die Story weitergeht. Ich würde sagen, legen wir los. Let's go! Lass sie laufen. Die gesammelten Seelen sind sicher noch von Nutzen. Die treuesten Offiziere des Generals. Sie müssen neutralisiert werden, um die Seelenräuber abzuschalten. So ist es. Teilen wir uns auf. Alright, und der erste fällt gegen Ermac. Let's go. Yo. Komm schon, Melina. Jawohl. Yo. Yo, er macht mich platt. Er macht mich platt. Yo. Yo! Yo!
Jetzt mache ich dich platt, Ermek. Komm schon, Melina. Jawohl. Mit Tanya Silvers geklappt. Fantastisch, Melina. In einem anderen Leben wärst du sicher um Garde. Ich ziehe dieses vor, liebste Tanya. Wir müssen weg. Schnell. Melina, warte. Wirklich? Ja, Melina. Dieser Körper besteht aus den Seelen des lebenden Waldes. Meine war auch da. Dein Angriff hat den Zauber gebrochen, der uns hält. Jetzt habe ich die Kontrolle. Vater! Du bist Umgadi, aber nicht Limay. Ich ersetzte sie nach eurem Tod, Majestät. Sie verließ den Orden, statt ihre Strafe anzunehmen. Strafe? Es war nicht ihr Fehler. Lass uns später darüber reden, Vater. Wir müssen los. Sei gegrüßt, Jared. Liu Kang, mein Freund. Schön, dich zu sehen. Gut, dass du zurück bist. Unsere derzeitige Situation ist wieder ein Ernst. Und wieder werden wir sie überstehen. Meine liebste Sindel, ich stehe dir zu Diensten. Wieso merken Sie nicht, dass die Seelenräuber abgeschaltet sind? Wir befinden uns tief im Berg. Hier drin merken Sie das nicht. Seht nur, wie Sie intrigieren. Wir lassen nicht zu, dass sich die Geschichte wiederholt. Wir brauchen die Krone. Ohne sie wird es keine neuen Krieger geben. Unsere Chancen sind besser, wenn wir sie umstellen. Ich lenke sie ab und ihr bringt euch in Position. Überlass das mir. Prinzessin Melina. Es gibt Neues aus der Außenwelt. Sindel wurde abgesetzt. General Shao herrscht jetzt. Und dennoch bist du frei. Der General brauchte Hilfe aus dem Inneren. Er bekam sie. Die Thronerben gibt den Thron leichtfertig auf. Ich wollte diese Bürde. Das Reich bleibt besser im General. Imperat Charles Hen. Das zeugt von großer Rache. Die Außenwelt profitiert von deiner Weisheit. Ja, Shenzhou, so ist es. Aber nicht ganz so, wie du es erwartest. Zählt zu jenen, die an mir zweifeln. Dann zähle ich auf,
Und der nächste Fight gegen Shang Tsung. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Tanya ist wieder an unserer Seite. Okay. Wow, wow, wow. Komm schon, Melina. Nein. Verdammt. Alter. Jawohl. Puh. Erste Runde geht dann an mich. Zweite Runde. Wow, wow, wow. Komm schon, Melina. Oh mein Gott! Komm schon! Komm schon, Melina! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Komm schon, komm schon, komm schon! Jawohl! Puh. Die Außenwelt im Stich zu lassen, hat Konsequenzen. Dank der Prinzessin ist dieser Kampf beendet. Der Kampf vielleicht, der Krieg nicht. Wohl wahr. Bis deine Gönnerin gefasst ist, bleiben die Reiche in Gefahr. Wer ist sie, Zauberer? Wenn man vom Teufel spricht. Liu Kang, das ist Damashii. Damashii? Du musst dich geirrt haben, Zauberer. Du bist nicht Damashii. Du bist ich. Genau gesagt, bist du ich. Ein trauriger Abklatsch, erschaffen durch Liu Kangs Pfuscherei. Was geht hier vor? Wer ist das? Diesen Shang Tsung bekämpfte ich für das Stundenglas. Ich hielt ihn für tot. So wie ich dich, Liu Kang. Unser Kampf setzte gewaltige Energien frei, durch welche die Zeit zerriss. So brachte der Kampf zwei Ergebnisse. Einmal war ich der Sieger, einmal du. Es dauerte Äonen, bis mir das klar war. Wusste ich, wohin mein Weg mich führen wird. In dieser Gestalt infiltrierte ich deine Zeit. Ich nahm diesen Abschaum und verlieh ihnen große Macht. Gemeinsam säten sie Zwietracht unter den Reichen und versammelten für mich meine Drachenarmee. Ich ließ sie glauben, sie würden bei der Eroberung von Erdenreich und Außenwelt helfen. Aber ich werde alles Leben in dieser Zeitlinie auslöschen und sie mit meiner verschmerzen. Verschmerzt uns Reiche. Nun lässt uns abschlachten. Ihr wisst nicht mehr. Ihr wart sehr hilfreich. Und jetzt werdet ihr geopfert. Wir haben dir gedient. Die Drachenkrone geschaffen. Das hier ist das Spielzeug. Um die Drachenarmee zu kontrollieren, brauche ich nur die Seelen. Leb wohl, Liu Kang. Dich und deine
Deine Zeitlinie wird niemand vermissen. Wir haben wohl dieselben Interessen. Vorerst. Ich traue euch beiden kein bisschen. Ich töte euch beim ersten Anzeichen von Verrat. Alright, und der nächste Fight ging Raiden oder Dark Raiden, wie es in den Untertiteln stand. Also was für eine Story, Alter, was für eine Story. Was für eine Story, ey. Junge, Junge, Junge. Jo. Komm schon, Melina. Nein, 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 nein! Was kann mein Verzerrblau einsetzen? Komm schon! Jawohl! Komm schon, nein! Jawohl. Puh. Seine Mutter verliert. Wenn meine Mutter stirbt, ist sie nicht die einzige Sindel, die verschwindet. Alright, und der nächste Feld ging Sindel. Okay, bei ihr ist Nitero an der Seite. Wie ist das denn jetzt? Hä? Nitero ist doch gar nicht hier? Hä? Egal.
Einfach nicht hinterfragen. Einfach Sindel platt machen. Komm schon, Melina. Komm schon. Jawohl. Puh. Jawohl. Geh nicht, Mutter. Noch nicht. Es ist Zeit, Liebling. Zumindest hatten wir noch ein paar Stunden. Bedeutet mir viel. Mutter. Du bist nun Imperatorin. Herrsche. Das werde ich, Mutter. Vater und Kitana werden mir helfen. Deine Mutter in mir. Sie ist sicher. Beeile, alle! Wir ziehen uns zurück! Zwischen den Reichen zu bewegen, braucht er ein Portal, ja? Mehr als eines. Er braucht einen ganzen Haufen an Portalen. Der muss ganz in der Nähe sein. Sie werden uns zu ihm führen. Okay. Aber wir können erst mit Raiden und Kung Lao zuschlagen. Dass uns die Lin Kuei nicht helfen, ist unverzeihlich. Bi-Han hat sie völlig verdorben. Darum kümmern wir uns, wenn diese Krise bewältigt ist. Dies ist nur die erste Schlacht in einem langen Krieg. Der Titan Shang Tsung hat seine Zeitlinie darauf ausgerichtet. Sie ist zu stark für uns. Mein Gegenpart sagt, ein Kampf mit ihm hat die Zeit zerrissen und zwei Zeitlinien geschaffen. Doch woher wissen wir, dass es nicht noch mehr sind? Wenn es zwei gibt, warum nicht auch drei? Wieso dieses Gedankenspiel, Zauberer? Du sagst, uns fehlt Stärke. Vielleicht ist sie in anderen Zeitlinien. Was meinst du damit? Wir stellen eine riesige Armee aus Titanen auf und holen uns diese Verbündeten aus anderen Zeitlinien. Falls es sie gibt. Und das ist eher ungewiss. Spekulationen retten uns nicht. Wir müssen den Kampf nehmen, der vor uns liegt. Wenn Liu Kang recht hat, ist der Kampf jedoch schon verloren. Dies ist unsere einzige Hoffnung. Garrus, was denkst du? Die Möglichkeit besteht. Aber ich bin der Wächter des Stundenglases. Die Suche liegt nicht in meiner Macht. Diese Aufgabe kann nur der Wächter der Zeit übernehmen. Ich habe diese Macht nicht mehr. Vielleicht kannst du sie zurückgewinnen. Was? Was meinst du? Als du die Kontrolle über das Stundenglas aufgabst, dachte ich mir, du könntest es bereuen. Anstatt deine Macht verfliegen zu lassen, habe ich sie gesammelt. Bis heute habe ich sie sicher verwahrt. Und das sagst du mir erst jetzt?
Du musst wissen, die Wiederherstellung deiner Macht ist wahrscheinlich unumkehrbar. Eine Rückkehr in dein geliebtes Leben als Beschützer des Erdenreichs ist danach unter Umständen nicht mehr möglich. Und dieses Opfer sollte ich erst dann erbringen müssen, wenn es wirklich unvermeidlich ist. Korrekt. Danke, Garrus. Deine Weisheit hat uns gerettet. Gut. Wo bewahrst du meine Macht auf? Wir brauchen sie schnell. Die ist im Feuertempel. Bewahrt in dem Jade-Jaguar, den dir der große Kung Lao dargebracht hat. Ja, Garrus? Liu Kang ist stärker als erwartet und gibt nicht nach. Er und seine Leute sind aus der Festung entkommen. Vergiss die anderen. Such nur Liu Kang. Nur er bedroht meine Pläne. Du hättest kein besseres Gefäß wählen können, Garrus. Kung Laos Geschenk war mir stets teuer. Es erinnert dich an seinen starken Charakter und sein großes Herz. Sobald wir den Jade-Jaguar haben, begeben wir uns zum Stundenglas. Dort werden wir die darin gespeicherten Zeitkräfte auf dich übertragen. Mir fällt gerade auf, dass du die ganze Zeit ungehinderten Zugang zu der aufbewahrten Macht im Inneren hattest. Du hast sie nicht genommen, dich nicht zum Wächter der Zeit gemacht. Trotz der Versuchung. Warum? Weil ich Vertrauen in deine Vision der neuen Ära habe. Mir genügt es, diese zu bewahren. Danke, Garrus. Zu deinem Vorschlag. Bist du sicher, dass er meine Macht wiederherstellt? Soweit man bei etwas sicher sein kann, das vorher weder ausprobiert noch getestet wurde. Aber selbst im Erfolgsfall ist nicht gesagt, dass du andere Zeitlinien oder Verbündete finden wirst. Vielleicht gibt es sie nicht. Ich hoffe, dass es Erfolg hat. Ich lasse die anderen ungern zurück. Deine Streiter werden sich in den Kampf gegen die Drachenarmee werfen. Die Mutter aller Schlachten steht ihnen bevor. Mögen die Götter Ältesten sie schützen. Okay, Freunde, das war's mit Melina. Beim nächsten Mal gibt es Shang Tsung. Alright, okay. Ey, was für eine krasse Story. Sehr krass. Freunde, wenn euch der neue Part von Mortal Kombat 1 gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo. Aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder zu Mortal Kombat 1. Haut rein, Zuckerboy, Game Over. Ciao.